Dominik Kitzuski von CapTrader. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem ganz besonderen Highlight heute mit unserem Special Guest Wieland Aalt. Die drei häufigsten Fehler, die Trader an der Börse machen, so der Webinartitel. Und das Ganze hat auch noch einen Untertitel, wie du der Dauerschleife des Versagens entkommst. Ja, aber jetzt genug der Einleitung. Ich will die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen. Lehne mich zurück, übergebe direkt an den Wieland und genieße die Show. Bis später. Bis später, Dominik. Ja, ich freue mich natürlich sehr. Danke, CapTrader, für die Einladung hier fürs Webinar. Ja, die drei häufigsten Fehler, die Trader an der Börse machen. Ich habe jetzt den Untertitel mal weggemacht, weil die Schleife des Versagens, das ist immer echt fies. Ja, das hört sich immer so brutal an. Aber auf der anderen Seite, der Markt ist halt aber auch brutal, wenn wir nicht richtig an die Sache rangehen, wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, wie Trading für uns im Endeffekt aussehen soll. Und mit Trading mache ich ja nicht immer nur Intraday, sondern am Ende, viele machen lieber auch End-of-Day oder alles, was dazwischen ist. Wenn wir da eben Fehler machen und viele wichtige oder die wichtigsten Dinge nicht betrachten und im Auge behalten, ja, dann geht es eben schief. Woher weiß ich das? Weil ich natürlich auch mal angefangen habe. Ne? Und genau diese Fehler habe ich gemacht, unter anderem, so wie alle anderen natürlich auch. Aber es gibt noch ein paar mehr Fehler, aber das könnte dann Stoff für eine nächste Runde sein. Ja, gehen wir direkt mal rein. Beziehungsweise bevor wir das tun, müssen wir uns natürlich erstmal mit dem beschäftigen, was wir einen Haftungsausschluss nennen. Das ist hier in dem Vortrag jetzt weniger relevant. Nichtsdestotrotz, wenn Sie sich, Sie, ihr, ich duze euch jetzt einfach mal, wir sind ja Kollegen und wir haben außerdem auch alle Feierabend. Wenn ihr euch berufen fühlt zu handeln, dann bitte achtet darauf, dass, wenn ihr handelt, ihr natürlich auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr handelt. Beachtet auf die Verlustrisiken, die natürlich mit dem Handel dann auch verbunden sind. Denn tatsächlich ist es so, Verluste treten auf bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Geldes, je nach Produkt oder auch des Kontos. Ja, auch hier je nach Produkt. Und wenn ihr Profiprodukte handelt, also Futures beispielsweise oder eben auch die Profi-Freischaltung habt beim Broker für CFDs beispielsweise, ja, dann geht es noch über den eingesetzten Kapitalbetrag hinaus, auch über das Konto hinaus. Deshalb Risikomanagement ist King. Um das mal so ganz, ganz deutlich zu sagen. So, und wenn wir uns darauf verständigen können, mache ich natürlich gerne weiter. Gut, also ich sehe schon, hier flüchtet niemand in Scharen. Deshalb nehme ich das einfach mal als Agreement. Und ich komme mit meinem Lieblingszitat von Tom und David Gardner, das mich auch sehr, sehr tief berührt hat. Denn das ist das, was uns offen gesagt alle miteinander verbindet, wie wir Trading und Investment immer betreiben. Wenn es um dein Geld geht, dann vertraue nur einer einzigen Person, dir selbst. Ja, und genau darum geht's doch, oder? Also wir wollen es ja selber in die Hand nehmen, den Erfolg. Denn wenn wir es nicht wollten, na gut, dann könnten wir immer zum Banker gehen, der das Ganze für uns übernimmt. Oder wir kaufen einfach irgendwie einen beliebigen ETF oder Fonds, von dem wir irgendwann mal gelesen haben und das war's. Wir aber sind der Meinung, wir wüssten es besser. Leider oftmals stimmt es aber nicht. Ja, da denken wir nur, wir können es besser, wir können es aber oftmals eben nicht. Und damit wir es tatsächlich besser können, haben wir uns ja heute hier zusammengesetzt. Und deshalb hier das Zitat, das mich dazu auch bewogen hat, einfach so ein bisschen mehr in die Schulung reinzugehen. Torreya Trader School, wo ich eben ausbilde, wo es Coachings gibt und eben auch ja das ein oder andere Produkt und den ein oder anderen Hinweis, um sich selber auch mal zu überprüfen, zu verbessern, das Ganze eben on, aber auch offline, im Online-Campus, na, da geht das Ganze. Hier bin ich, habe meine Kamera mal ausgeschaltet, auch um die ganze Bandbreite mal etwas zu schonen und auch, weil ich jetzt nicht gerade den schönsten Hintergrund habe, ich bin hier irgendwo in so einem Landhotel in Sachsen-Anhalt und das ist jetzt nicht so stylisch, weil ich im Endeffekt ja auch unterwegs bin, ich reise viel, im Endeffekt reise ich ausschließlich und bin jetzt aktuell hier und bin dann schon fast wieder auf den Sprung nach Südamerika, wo ich mir ein paar Monate aufhalten werde oder vielleicht das nächste halbe Jahr oder sogar noch länger. Ja, also das einfach mal so zum Hintergrund. Deshalb habe ich hier dieses schöne Foto ausgewählt. Und ja, viele, vielleicht kennen Sie mich aber auch schon so, was mache ich alles? Ich bin Autor, ich schreibe natürlich, worüber? Über Trading, darüber rede ich auch. Und warum rede ich darüber? Weil ich natürlich selber auch Trader bin. Ja, das ist natürlich ganz klar. Mein Erstling, Risiko und Money Management, immer noch sehr erfolgreich und immer noch sehr, sehr wichtig. 55 Gründe, Trader zu werden. So ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Aber warum Trader der beste Beruf der Welt ist und wie sie es auch sein können. Hier geht es wirklich so darum, einfach mit dem Augenzwinkern mal da reinzulesen,
Ein bisschen Psychologie ist damit drin, also sogar viel mehr, als man meint, auf den ersten Blick da entdecken zu können, weil es einfach sehr, sehr herausfordernd ist, als Trader erfolgreich zu sein, vor allen Dingen auf der psychologischen Art und Weise. Was habe ich noch gemacht? Ich bin Certified Financial Technician, ich bin ausgebildet in der charttechnischen Analyse, ich bin Mitglied im Vorstand der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands, der VTAD, ich bin Präsident der International Federation of Technical Analysts, der IFTA, und schreibe und spreche und halte Webinare und Ausbildung, wie mir das eben einfach gefällt, beziehungsweise wie es den anderen gefällt, sonst würde ich ja nicht gebucht werden. Ich habe auch einen Podcast und da interviewe ich zweimal im Monat Kollegen aus der Szene, aus der deutschsprachigen Szene. Torreya Trader Insights heißt der, erhältlich auf den üblichen Plattformen. Kann ich nur empfehlen, nicht nur, weil es meiner ist, sondern weil tatsächlich da die Wahrheit auf den Tisch kommt, so wie es eben ist im Trading. Nämlich ungeschönt, nicht mit Ferrari, Porsche und Rolex, sondern mit Blut, Schweiß und Tränen. Und das müssen wir uns wirklich einfach zugestehen. Der Weg zum erfolgreichen Trader ist steinig und darüber berichten die Kollegen ungeschminkt. So, das aber jetzt erstmal zu mir. Genug der Werbung jetzt an der Stelle. Naja, ein bisschen Werbung muss sein. Jetzt einfach mal die Frage, was sind denn so die typischen Fehler im Trading und warum passieren die einfach? Wir müssen uns mal bewusst machen, deshalb eben hier Kapitel 1, Bestandsaufnahme, der schnelle Weg zum Glück. Wenn wir uns das mal bewusst machen, wie Berufe aufgenommen werden. Es gibt keinen einzigen Beruf, den Sie mit einer Kreditkarte beginnen können. Den gibt es einfach nicht. Wir müssen uns immer wieder klar machen, wie werden wir den Trader? Wir kommen irgendwo hin, eröffnen ein Konto. Vor ein paar Jahren, ich sage mal 5 Jahre oder so, da mussten wir wenigstens noch physisch irgendwo erscheinen oder online ein Formular ausfüllen. Heute, ich habe es eben gemacht, Krypto macht es leicht, haben wir eine App, die App machen wir auf, dann wird der Pass oder der Ausweis eingescannt und dann machen wir noch ein Selfie. That's it, das war's. Nach 10 Minuten maximal Prüfung durch einen Algorithmus ist die Sache erledigt, das Konto ist eröffnet. Was können wir machen? Wir kapitalisieren sofort. Die Kreditkarte, PayPal, was auch immer, wir hauen das Geld auf das Konto, schalten die ganze Plattform nochmal an und dann fangen wir an zu traden. Maximal eine Stunde und wir sind live. Und es gibt keinen einzigen Beruf auf der ganzen Welt, der so schnell umzusetzen ist. Und das ist ein Vorteil auf der einen Seite für diejenigen, die irgendwie auch schon wissen, was sie machen. Ist aber ein riesen Nachteil auf der anderen Seite. Denn wenn wir wirklich erfolgreich, professionell einem Beruf nachgehen wollen, kann ich eins garantieren, da werden wir nicht mit einer Stunde davon kommen. Wäre ja auch, ich meine ganz ehrlich, wo gibt's denn das? Keiner, niemand. Niemand, den wir da draußen ernst nehmen als Dienstleister, als Handwerker, als Experte, nehmen wir ernst, wenn er uns erzählt, nach einer Stunde war ich im Business. So, und jetzt kommen wir an als Trader und sagen uns, okay, ich habe das Konto eröffnet, jetzt kann es da losgehen. Wie soll das funktionieren? Es kann nicht funktionieren. Und das ist im Endeffekt genau der Punkt, an dem die meisten schon direkt beim Beginn scheitern. Weil es viel zu einfach ist, der schnelle Weg zum Glück. Und Trading ist ein Beruf. Wer es wirklich ernst meint, muss sich das klar machen. Es ist ein Beruf, dem wir eben auch entsprechend nachgehen wollen und auch müssen. So, und dann schauen wir uns mal an, was kommt denn dann so auf uns zu, wenn es um professionelles, bewusstes Trading geht. Da gibt es unzählige Begriffe. Option, Aktien, Analyse, Fonds, Forex, fundamentale Analyse, Intraday-Trading, Future-Swing-Trading, automatisches Trading, Buy-and-Hold, Rohstoffe, Diskretionärs-Trading, Hebelzertifikate, CFDs und so weiter und so fort. Meine Güte, da steckt viel, 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 viel Expertise drin. Und alleine nur das Konto aufzumachen, alleine nur irgendwie Geld darauf zu schieben, nur die Kreditkarte zu zücken, garantiert wird die meisten überfordern. Und so steht der Trader dann am Anfang seiner Karriere mit einem riesen Fragezeichen. Wie gehe ich das Ganze jetzt an? Was mache ich da jetzt eigentlich? Und das Ende vom Lied ist, dass irgendwie rumgedaddelt wird. Da wird mal was eröffnet, da geht man mal in so ein Forum rein, da ist man mal in einer Facebook-Gruppe, da sind wir mal irgendwie in einer Community und jeder erzählt uns irgendwas und das wird danach gehandelt. Mehr oder weniger schlecht als recht. Und die Folge ist, mehr als 90% aller Trader scheitern an der Börse. Das ist nicht meine Weisheit, das ist eine Börsenweisheit. Und wir kennen das ja auch, dass die
auch durch die ESMA-Regeln, durch die Regulierungsbehörde, die europäische Regulierungsbehörde, müssen Broker ja mittlerweile ausweisen, dass mehr oder weniger monatsaktuell, wie viel Prozent der Privatanleger bei denen Geld verliert. Das sind jetzt nicht immer 90%, aber es sind locker um die 70% plus minus. Regelmäßig, und zwar bei jedem Broker. Schauen Sie sich ein paar an, schauen Sie sich ein paar an. Es ist durch die Bank weg so. Verlieren regelmäßig Geld. Warum? Weil sie nicht wissen, was sie tun, die Trader. Weil sie mal dieses und mal jenes machen. Und deshalb, was sind die wichtigsten Punkte? Und natürlich habe ich auch Lösungen damit. Ist ja ein bisschen doof, aber nur mit dem Finger auf was zu zeigen und sich dann zu entfernen. Damit ist ja keinem geholfen. Also, was sind die wichtigsten Gründe, die drei wichtigsten Gründe für das Scheitern an der Börse? Der erste Punkt fängt an mit der Frage nach dem Warum. Ich meine, die meisten haben schon keine Ahnung, warum sie überhaupt einen Job aufgenommen haben, den sie haben. Ja, fragen Sie mal jemanden, der Ihnen gegenübersteht, im Einzelhandel oder in der Dienstleistung oder im Handwerk. Ja, fragen Sie den mal, warum bist du Klempner geworden? Weil die meisten werden gar keine Antwort hören, die wirklich befriedigend ist. So, und dann geht man dann morgens oder wann es auch immer losgeht, zur Arbeit, arbeitet, reißt den Job irgendwie ab und schleppt sich dann nach Hause. Ist natürlich todunglücklich, weil das auch nicht erfüllend sein kann. Ich weiß es, weil ich natürlich auch ein Vorleben habe in der Arbeit, im Job. Habe auch noch ein paar andere Professionen. Zum Beispiel bin ich auch Management-Trainer, ausgebildet und langjährig erfahren. Und ich sitze vor Leuten, oder die Leute sitzen vor mir, ich stehe ja, die Leute sitzen vor mir und ich sehe es in deren Gesichtern, sie hassen ihren Job. So, gut, dass ich denen ein bisschen helfen kann, aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und deshalb ist die Frage so wichtig, warum? Warum gehe ich das überhaupt an? Und wenn wir uns das mal klar machen, Trading ist unfassbar herausfordernd, vor allen Dingen in den kurzfristigen Zeitfenstern. Denn wir werden ja immer wieder auf die Probe gestellt vom Markt. Und der Markt fragt uns, lieber Trader, meinst du das wirklich ernst? So, und wenn wir dann nicht wirklich sagen können, ja, ich meine es ernst, warum? Weil ich mir dazu was überlegt habe. Warum? Weil ich dazu auch etwas erreichen will. Und warum? Weil ich ein Ziel vor Augen habe. Und die meisten Trader haben kein Ziel. Also, warum trade ich? Zielloser Aktionismus statt zielorientierten Handeln. Das erleben wir immer wieder in den Märkten. Und da darf sich bitte jeder von uns an die eigene Nase fassen. Denn tatsächlich, wem ist es denn noch nicht passiert? Macht die Plattform auf, die Kurse gehen hoch und runter, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, Doji, Shooting Star, Hammer, go. Ja, da muss ich noch mit dabei sein. Oh, der Kurs bricht aus, zack, Trade eröffnet. Oh, der Markt bildet einen Doppeltop, zack, Trade eröffnet. Oder? Kennen wir das nicht? Oh, ich habe jetzt gerade im Forum gelesen, in der Community gehört, da hat mir einer einen Tipp gegeben, da springe ich doch mal mit rein. Hört sich das nach einem Plan an? Hört sich das danach an, dass das wirklich ein Ziel ist? Ich meine, was steckt denn hinter einem zielorientierten Handeln? Jetzt angenommen, ihr wollt ein Haus bauen. Fangt ihr da irgendwie den Fenstern an? Natürlich nicht. Ja, da braucht es irgendwie erstmal ein Grundstück. Okay. Dann braucht es vielleicht eine Bodenplatte. Dann braucht es vielleicht irgendwie, je nachdem, Ziegel oder gegossene Wände und so weiter und so fort. Und irgendwann kommen dann die Fenster. Das heißt, wer ein Ziel verfolgt, ich will ein Haus haben, der überlegt sich die einzelnen Schritte dazu und muss sich natürlich auch immer wieder fragen, bringt mich dieser Schritt zu meinem Ziel oder hält er mich davon ab? Das ist offen gesagt etwas, was im ganzen Leben gilt, nicht nur im Trading, auch in anderen Berufen. Bringt mich das dahin oder hält mich das da ab? Und da müssen wir uns natürlich auch klar machen, wenn ich vor einem Trade stehe, eine Situation sehe, bringt die mich zu meinem Ziel oder hält die mich davon ab? Jeden einzelnen Trade müssen wir natürlich danach auch bewerten. Wenn wir uns zum Beispiel vornehmen, wenn ihr euch vornehmt, ihr seid Daytrader, nehmen wir das mal an. Und ihr nehmt euch vor, ihr wollt am Tag, na, sagen wir mal, $500 oder Euro. Ist ja fast das Gleiche mittlerweile. Ja, nicht ganz, aber fast. Ja, ihr wollt $500 oder Euro erreichen.
am Tag. Wenn man das aufsummiert über Funnelstage, ne, die Mathematik könnt ihr selber erledigen, was lohnt sich? Nehmt ihr dann jeden beliebigen dahergelaufenen Trade, der sich da anbietet, in jedem beliebigen dahergelaufenen Markt? Nein. Denn die Gefahr ist ja groß, dass ihr statt 500 Dollar oder Euro Gewinn 500 Euro oder Dollar Verlust macht. Mindestens. Denn oft genug passiert es ja, dass der Verlust am Tag viel größer ist als der angepeilte Gewinn. Ja, das heißt, man braucht 2-3 Tage, um überhaupt wieder auf Null zurückzukommen. Ja, warum weiß ich das? Weil es mir natürlich selber passiert ist. Und das heißt, am Ende müssen wir uns immer fragen, was muss ich machen, um überhaupt zu dem Ziel zu kommen? Wie komme ich dahin? Welcher Trade führt mich dahin? Ist es der Trade, der mir irgendwie ein Chance-Risiko-Verhältnis von 0,5 zu 1 gibt? Oder ist es der, der mir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 gibt? Riesenunterschied. Und da muss ich natürlich auch sagen, dann lasse ich auch einen gewissen Prozentsatz an Trades aus. Da muss ich mich natürlich aber auch disziplinieren. Muss ich eben auch nicht auf die Maus drücken. Muss ich einfach nur mal zugucken. Jetzt muss sich jeder selber fragen, kann ich das überhaupt? Ja, kann ich einfach nur auf den Bildschirm gucken, ohne irgendwas zu machen? Ja, Aktionismus. Einfach irgendwas machen. Ja. Will sie politisch werden, aber der Blick aus dem Fenster zeigt uns immer wieder mal, Aktionismus ist nicht immer die beste Idee. Ja, das sieht immer nach irgendwas aus. Ja, wir werden tätig. Aber ob das so das Richtige ist, sei dahingestellt. Ja, also zielloser Aktionismus statt zielorientiertem Handeln ist einer der drei Gründe. Ja, die Frage, warum trade ich? Was will ich in meinem Trading erreichen? Am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr. Wer darauf eine Antwort findet, hat sich schon von einem Großteil der Marktteilnehmer, der anderen, abgesetzt. Was uns zur zweiten Frage bringt, oder zum zweiten Punkt. Wie trade ich? Ja, und da erleben wir natürlich genauso großes Chaos. Denn was meint ihr, wie viele Strategien insgesamt gibt es? Wie viele Produkte gibt es? Wie viele Märkte gibt es? Ja, zig, unzählige. So, und wenn ich dann der Meinung bin als Trader, ich muss wirklich alles beherrschen, ich muss wirklich alles wissen, aus akademischer Sicht vielleicht ganz spannend. Ich kenne das. Nur es bringt uns im Trading nicht weiter. Ja, deshalb auch die Frage hier, wie trade ich eigentlich? Welche Strategie habe ich? Welche Planung habe ich? So, die meisten haben aber keine Strategie. Und wenn sie eine haben, dann verstehen sie die nicht. Dann ist die so komplex, vielleicht sogar mit so unzähligen Indikatoren und Oszillatoren und Schnick und Schnack und Gedöns im Chart, dass praktisch überhaupt nichts mehr sichtbar ist, anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Frage, wie komme ich zu meinem Ziel? Dann ergibt sich nämlich auch die Frage nach dem, wie trade ich ganz einfach? Und wir erleben doch immer das Gleiche. Fehlende Strategien. Ist auch eine Typfrage. Da gibt es das Thema der Ausbruchstrades. Ja? Trendfolger, die Ausbrüche aus Hochs oder aus Tiefs handeln und eben dann darauf spekulieren, dass sie ja, einfach vom laufenden Trend profitieren. Und ich habe gerade heute ein Gespräch geführt, ein Interview für einen Podcast mit einem bekannten Trader, kommt dann im November raus. Der hat eine Trefferquote von, jetzt festhalten, 40% als Trendfolger. Und verdient Geld unterm Strich. Da darf sich bitte jeder selber fragen, bin ich das? Kann ich das aushalten? Kriege ich das hin? Kann ich das ertragen, dass ich in 60% der Trades eins auf die Finger kriege? Dass ich in 60% der Fälle ein Nein kassiere? Kann ich das? Kann ich das aushalten? Offen gesagt, wenn es um mich geht, nein, ich hasse das. Jetzt bin ich kein Ja-Sager, aber ich habe gerne positives Feedback. Ja, warum auch nicht? Das heißt, ich muss mir dazu auch was überlegen. Das heißt, ich kann mit so einer Strategie per se erstmal wenig anfangen. Ich brauche offensichtlich eine andere Strategie. Vielleicht eine Strategie, die eine höhere Trefferquote hat, aber dafür vielleicht nicht so weit läuft, wenn sie trifft. Ja? So, wenn sie als Trendfolger, ja, wenn wir da einen Trade finden, der aufgeht und der Markt
den Weg auch weiter verfolgt, dann haben wir damit Renditen und Chance-Risiko-Verhältnisse, die natürlich all das wieder rausreißen, was vorher verloren wurde. Ja, und das ist natürlich auch genau die Aussage. Ja, wenn ich 40% Trefferquote habe und 60% dann dementsprechend verliere, dann muss natürlich der eine oder andere Trade wirklich weit laufen und entsprechend gemanagt sein, dass da eben wirklich Belege rüberkommen. Das ist das Ganze natürlich ein Verlustspiel. Ja, aber das ist konkret ausgearbeitet. Das ist konkret geplant. Das ist die konkrete strategische Planung, die wir damit auch haben. Ja, für mich bedeutet das, vielleicht kennt ihr meine Strategie, die Expander-Strategie, ist eine Counter-Trend-Strategie. Ja, oder nicht nur Trend, sondern einfach, ich stelle mich gegen die Bewegung. Das bedeutet, dass ich natürlich an der Stelle immer das Gegenteil von dem mache, was alle anderen gemacht haben. Keine Ahnung, so bin ich halt. Aber es passt zu mir. Und damit kann ich das auch aushalten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eben beschrieben habe. Das kann ich nicht aushalten. Jetzt muss sich jeder selber fragen, ja, was kann ich denn aushalten? Kann ich es aushalten, gegen den Strom zu schwimmen? Und damit eben oftmals auch Recht zu haben, auch wenn die Strecke, die ich schwimme, nur kurz ist. Aber hey, Gewinn ist Gewinn. Oder kann ich es aushalten, mit dem Strom zu schwimmen, aber immer wieder halt auch auf die Finger zu bekommen, weil der Strom eben auch manchmal so ein bisschen zuckelig und wackelig ist und ein paar Abbiegungen nimmt, die ich dann ja halt nicht so bedacht habe oder die jetzt vielleicht nicht so im Plan absehbar waren. Ja, muss sich jeder überlegen. Fakt ist, das Ausarbeiten von Strategien ist weniger eine technische Sache als eine persönliche. Und je kürzer der Zeitrahmen ist, das Zeitfenster ist, in dem wir sind, umso wichtiger ist das. Ja, wer End of Day handelt, kann natürlich mit Ausbruchstrategien interessanter arbeiten oder besser arbeiten, als jemand, der Intraday handelt vielleicht. Ja, hängt immer vom Markt ab, von der Volatilität, ja, ob dann Durchzug ist oder eben nicht. Aber Fakt ist, ja, wir müssen uns selber damit beschäftigen, uns genau überlegen, welche meiner Strategien oder welche Strategie überhaupt oder welcher Ansatz bringt mich überhaupt zu meinem angepeilten Ziel, zu dem Warum. Ja, strategische Planung. Welche Strategie, wie muss ich da rangehen? Und dann ist es natürlich klar, dass wenn wir uns was überlegt haben, dass wir es dann eben auch immer und immer und immer wieder durchziehen müssen. Jetzt nicht bis zum bitteren Ende, das wäre auch ein bisschen überzogen, aber eben schon eine gewisse Zeit lang, denn nicht immer gehen die Ideen auf, aber die Richtung stimmt ja. Das sind wir halt zu früh, müssen wir eben nochmal ran oder nochmal, passiert. Ja. Nur eins ist auch klar, wenn wir eben dann erleben, dass naja, eine Strategie die ganze Zeit lang nicht aufgeht, dann passt eben die Marktumgebung gerade nicht. Dann ist es vielleicht auch ganz angebracht, eine Pause zu machen. Und auch das gehört in das Thema, wie trade ich? Marktumfeld verändert sich, vielleicht muss ich mich dann auch verändern. Ein neues Wie entsprechend finden. Also das ist so der Ansatz, den wir da finden können, bei dem zweiten Grund. Und der dritte Grund ist die Frage nach dem wie viel. So, und da kommt natürlich eins ganz klar, ja, das Thema mit dem Risiko, Money Management. Ich meine, natürlich spreche ich darüber, ich schreibe darüber, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Und natürlich müssen wir uns fragen, wie viel setze ich denn ein? Ja, diese Frage. Und was erleben wir in der Praxis, gerade bei Einsteigern? Genau das Gegenteil. Diese Frage findet überhaupt nicht statt. Fehlendes Risikomanagement statt geplantem Kapitaleinsatz. Und ich treffe natürlich viele Trader und jetzt unabhängig davon, ob die Aktien, Futures, CFDs oder auch Krypto handeln. Ja, ich treffe natürlich viele, ist ja gerade angesagt, ja, die handeln Krypto. Wenn ich dann frage, wie sieht denn ein Risikomanagement aus? Ja, nu. Also, das ging bislang immer noch nach oben. Stimmt wohl. Bis zu dem Moment, wo es eben nicht mehr nach oben geht, sondern in die Gegenrichtung. Ja, und dann ist all das, was vorher irgendwie ganz easy auf dem Depot gelandet ist oder im Account, ist auf einmal verschwunden. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das erleben möchtet. Also die Frage, wie viel setze ich ein, ist elementar. Und das hat auch ganz, ganz viel mit dem Hebel zu tun. Ja, eins meiner Gespräche mit Christoph Radeker zum Beispiel heißt, der Hebel killt die Konten. Und das stimmt. Ja, wenn wir überhebeln, wenn die Position zu groß ist im Verhältnis zum Konto, reicht ein Verlust, um uns in die Handlungsfähigkeit zu bringen.
Ja, ihr kennt bestimmt auch diese Tabelle, die uns dann eben so aufzeigt. Ich zeige die immer gerne auch in meinen Risikomanagement-Vorträgen. Diese Tabelle, die uns dann immer wieder aufzeigt, dass wir, naja, mit 10% Verlust ja im Endeffekt nur 11% wieder zurückholen müssen. Das ist jetzt relativ entspannt. Ja, mit 20% sind es dann vielleicht 25% Gewinn, den wir machen müssen, um wieder auf Null zu kommen, ist auch möglich. Ja, das geht alles. Nur wenn ich mir jetzt angenommen, ihr habt 5.000 Euro Handelskonto und ihr seid total euphorisch und zuversichtlich und riskiert erstmal die Hälfte. Ja gut, wenn die Hälfte verschwunden ist, dann müsst ihr verdoppeln. Und ganz ähnlich, wer kann das denn schon mit einer Ausbildung von einer Stunde? Also keine Ausbildung an der Stelle. Ja, wer kann das schon? Niemand. Das heißt, im Endeffekt heißt es Game Over, heißt Kohle weg, heißt Handlungsunfähigkeit, heißt Frustration, Stress bis hin zu Burnout. Ich habe jetzt einen getroffen, der hat einen Burnout durch Trading, durch Daytrading. Tja, woran liegt's? Am fehlenden Risikomanagement oder auch am Management allgemein. Ja, und das ist ein ganz, 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 ganz wesentlicher Punkt. Und wo sich jeder, aber wirklich jeder mal selber hinterfragen soll, darf, aber auch muss, wie sieht mein persönliches Risikomanagement aus? Sieht das so aus, dass ich immer nur ein Stück von meinetwegen Future nehme oder 5 CFDs oder immer 10 Aktien, egal wo der Stop ist? Das kann nicht funktionieren und das wird es auch nicht. Ja, das heißt, der geplante Kapitaleinsatz bedeutet natürlich immer, dass wir uns überlegen müssen, im Vergleich Einstieg, Ausstieg, also Einstieg und Stop-Loss, wie viel kriege ich denn dann für den Kapitalbetrag, den ich riskieren will? So, und das sind logischerweise immer unterschiedliche Stückzahlen. Beim Future relativ schwierig, sei denn, nehmt den Mikro-Future, aber dann haben wir natürlich so einen gewissen Kosten, ein gewisses Kostenthema. Beim Mini-Future muss das Konto entsprechend groß sein, beim CFD. Aber vollkommen machbar. Ja, das ist ja so der Punkt. Das heißt, die Skalierung ist beim CFD relativ einfach, beim Future relativ schlecht oder schwierig bis teuer. Gut, und mit Aktien eh nochmal ein anderes Thema. Ne? Damit lässt sich es natürlich ganz gut machen, kommt aber auch hier wieder auf den Preis der Aktie an. Also so eine Amazon lässt sich jetzt eben auch nicht so wahnsinnig gut skalieren, wenn man ein kleines Konto hat. Ja, das heißt dann immer eine oder keine, zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus will, dass wir eben uns wirklich darüber Gedanken machen müssen, ja, was will ich eigentlich riskieren? Und dass wir uns auch wieder klar sein müssen, es geht ja nicht nur um einen Verlust. Nee, der Markt ist manchmal echt übel drauf, um es mal so zu sagen. Und dann gibt es nicht nur einen Verlust, dann gibt es den zweiten, den dritten in Folge. Ja, und das müssen wir alles überleben. Und an dem Punkt scheitern die meisten. Wer da kein Risikomanagement hat, ist nach 2, 3, 4, vielleicht 5 Trades platt. Mental und finanziell. Wollt ihr nicht erleben, will ich nicht erleben, ist euch bestimmt schon passiert, ist mir garantiert passiert. So, und die Frage ist, wie können wir es denn besser machen? Und das ist es, was wir uns also jetzt gleich anschauen wollen. Also die Frage nach dem Warum, nach dem Wie und nach dem Wie viel. Darüber werden wir jetzt diskutieren. Das sind nämlich die Lösungen für den Börsenerfolg, die wir uns hier natürlich mal genauer anschauen wollen. Also, welche Lösung gibt es denn für die Frage nach dem Warum? Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich sagte ja, ja, warum trade ich denn? Und da könnt ihr im Endeffekt gleich mal Zettel und Stift zur Hand nehmen und euch das mal auch wirklich aufschreiben. Diese drei Fragen. Was, von mir auch ein Screenshot, was will ich mit meinem Trading erreichen? Ja, so, und da fängt es nämlich an. Ich bin mir ziemlich sicher, bei 90% von euch kommt jetzt der Punkt, ja, ich will Geld verdienen mit Trading. Was soll diese dämliche Frage wieder? Ja, und genau das ist es nämlich nicht. Geld, liebe Leute, ist Mittel zum Zweck. Visualisiert doch mal euer Ziel. Da kommt, ich kann es garantieren, nicht der Haufen Bargeld, der sich dann auftürmt oder der Sprung in Dagobert Ducks Geldspeicher. Da kommt eher das Haus oder der Sportwagen oder die Uhr oder der Urlaub oder die Hängematte am Strand oder das
fancy 5-Sterne-Gänge-Menü oder was auch immer. Aber es wird niemals vor eurem geistigen Auge ein Haufen Geld auftauchen. Niemals. Garantiert nicht. Und deshalb ist die Frage nach dem Warum so essentiell. Geld ist Mittel zum Zweck. Du wirst niemals durch die Tretmühle des Tradings gehen, wenn du nur für Geld handelst. Du wirst niemals das erleiden und erdulden und ertragen und darüber auch irgendwann hinwegkommen, wenn du nur für Geld tradest. Du wirst es nur ertragen und auch fokussiert daran arbeiten, wenn du ein Ziel vor Augen hast, das konkret ist. Ich will in 10 Jahren mein Haus abbezahlt haben. Das ist konkret. Ja, das bedeutet, wenn du das für dich überlegt hast, ich will in 10 Jahren mein Haus abbezahlt haben. Das kostet jetzt, keine Ahnung, was kosten Häuser aktuell, sagen wir eine Mio. So. Damit hast du ein Ziel. Ja, da muss was reinkommen. Und dann kannst du überlegen, ja gut, wenn ich das erreichen will, was muss ich dafür machen? Wie viel muss ich denn dann erreichen im Monat? Was heißt das für die Woche? Was heißt das für den Tag, ja, wenn es Daytrading sein soll? So, und da haben wir dann etwas, worüber wir dann auch reden können. Dass wir am Ende wieder bei Geld landen, ist ja klar, denn wir arbeiten ja mit Geld, um Geld auch zu machen. Nur der Sinn dahinter ist ein anderer. Und das verstehen viele nicht, weil sie eben einfach zu kurz das Ganze betrachten, einfach reinspringen, was auch verlockend ist. Ja, da sehen wir halt irgendwie den coolen Lifestyle. Ja, aber selbst der coole Lifestyle könnte es ja sein. Ich kann euch sagen, was ich mit Trading erreichen will. Und ich lebe das ja auch. Freiheit. Für mich ist Erfolg im Trading, Geld ist für mich Mittel zum Zweck zur Freiheit. Reisen, da leben, wo es mir gefällt, die Lebensumstände auch zu schaffen, die mir irgendwie gerade vorschweben, eben nicht ins Hostel zu gehen, wie ein digitaler Nomade das eben auch mal schnell macht, gerade am Anfang, soll jetzt nicht despektierlich sein, aber ist halt so. Ja, gerade wenn man auch jung lebens ist, völlig in Ordnung. Nee, ich will auch ins Hotel. So, und jetzt wohnt man das ganze Jahr im Hotel. So wie Udo Lindenberg. Das kostet. Ja, oder mal ein ordentliches Airbnb oder jeden Tag essen gehen oder. Könnt ihr euch überlegen, was eben auch alles damit zusammenhängt oder nicht immer eine Holzklasse über den Teich fliegen, sondern Business. So, das sind für mich Dinge, die ich mit Trading-Erfolg verbinde. Ich muss nicht die nächste Uhr haben und ich muss auch nicht irgendwie den großen Wagen fahren, brauche ich eh nicht. Kann ich mir leihen. So, aber so hat jeder so seins. Und vielleicht ist es für dich der Wagen oder das Haus oder das Apartment oder der Traumurlaub, muss ja nicht jeder Dauerreisender sein, ja? Oder Kreuzfahrt geht nicht mehr so wirklich, ist jetzt nicht so angesagt, aber früher vielleicht, ja, oder was es auch immer ist. Oder auch interessant, Ruhestand mit 60 ist ein adäquates Ziel. So, und in dem Moment, wo ihr das vor Augen habt, werdet ihr den Teufel tun und nur noch rumdaddeln, weil ihr euer Ziel gefährdet. Denn in dem Moment, wo du zum Beispiel rumdaddelst und Trades machst, die dich nicht zum Ziel führen, ist ja die Gefahr groß, dass du eben nicht in 10 Jahren ein Haus abbezahlt hast, sondern 11 Jahre dafür brauchst. Oder nicht mit 60 dann in Pension gehst, in Ruhestand und die Welt bereist oder genießt, sondern bis 62 dann noch schuften musst. Ich übertreibe mal ein bisschen, aber das soll ja auch wirken. Sondern, dass wir uns eben immer klar machen müssen, das Ziel, das konkrete Ziel, ist das A und O. Wer das nicht hat, braucht mit dem Trading meiner persönlichen Meinung nach gar nicht anzufangen. Also die Frage, welches Ziel soll erreicht werden, ist essentiell. Und in welchem Zeitraum soll dieses Ziel auch erreicht werden? Ja. Ich will mal viel Geld verdienen. Ja, was heißt denn das? Und das ist etwas, was ich übrigens aus dem Management-Training mitgenommen habe. Das ist so, stellt euch vor, ihr habt Mitarbeiter und ihr habt eine gewisse Aufgabe dann zu erfüllen. Und sagt, hey, pass auf, Mitarbeiter, kannst du dich mal darum kümmern? So, wenn sie jetzt sagen, wenn ihr da jetzt keinen Zeitrahmen mit reingebt, bis heute Abend oder bis morgen oder bis am Ende der Woche, so, egal wann ihr fragt, ja, wie sieht's aus, hast du schon gemacht? Ohne Zeitraum wird's nie gemacht werden. Ja, das mache ich gleich, mache ich morgen, kümmere ich mich drum. Und es wird nie angefangen. Und deshalb, wer sich keinen Zeitraum setzt mit seinem Ziel, ja,
Abbezahlen des Hauses in 10 Jahren. Nächstes Jahr der Traumurlaub. Na, zum Beispiel. Wenn es wieder geht, hoffe ich. Dann habe ich da einen Zeitbezug. Dann kann ich mir überlegen, wie teile ich das auf? In welche Teilziele kann ich das splitten? So, und dann haben wir etwas, was wir in der Hand haben. Und dann wird es professionell. Dann wird es nicht professionell im Sinne von professionelles Trading alleine, sondern wird es professionell im Sinne von, hey, ich kann meinen Job. Ich weiß, warum ich das mache. Ich weiß, wie ich es mache, wie ich es angehe und wie ich mich manage. Ja. Offen gesagt, sollte das jeder auch in seinem Beruf drauf haben, unabhängig davon, ob der Beruf gerade jetzt Trader ist. Ja. Also ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja, und auf die Frage, wie trade ich? Und ich habe es ja schon mal so ein bisschen angedeutet oder auch mit angesprochen, welcher Trading-Stil ist für mich passend? Ich habe es ja schon gesagt. Ja, der eine ist halt eher der Counter-Trend, der andere ist eher der Trendfolger, der nächste fühlt sich in Seitwärtsbewegung wohl. Ja, all diese ganzen Sachen. Da ist der nächste Scalper, der übernächste kann damit überhaupt mit all dem nichts anfangen und investiert lieber, auch in Ordnung. Ja, dann habe ich aber auch eine Strategie, einen Trading-Stil, Investor, Buy and Hold, mit einer Strategie, die zum Beispiel mit Dividenden verbunden ist dabei. Ja, so ist ein anderes Spiel, das gespielt wird, ja, in Anführungszeichen bitte, aber ich muss mir doch darüber jetzt mal Gedanken machen. Also wie trade ich? Bin ich Scalper? Bin ich Daytrader? Bin ich Swingtrader? Bin ich eher der Investor? Bin ich eher der Anleger? Bin ich eher ungeduldig? Bin ich eher defensiv, aggressiv? All diese ganzen Sachen muss ich doch für mich beantworten, um meinen Trading-Stil zu finden. Hier kann ich wieder ein Beispiel von mir sagen. Aktuell mit meinen Lebensumständen, mit den Zielen, die ich habe, ich bin Daytrader. Daytrading ist für mich Einkommenstrading. Punkt. Mag jemand anders sehen, völlig in Ordnung, aber diese Frage muss man sich ja beantworten, jeder Einzelne. Und damit kommt zusammen, welche Trading-Strategie ist denn da für mich richtig? Ja, wenn ich End of Day bin, dann werde ich natürlich mit Scalping nicht wirklich was zu tun haben. Swing-Trading heißt ja entweder Ausbrüche zu handeln, ja, Trendfolge, das machen die meisten, oder eben dann den Schwung von oben nach unten und von unten nach oben zu nehmen, im Sinne von einfach die Schwünge in der Gegenbewegung immer zu nehmen. Auch in Ordnung. Ja, aber ich muss mir dazu etwas überlegen. Also, welche Tools nutze ich dann auch dafür? Ja. Was baue ich in meinen Chart ein? Ist es ein gleitender Durchschnitt? Will ich den MACD, die Stochastik nehmen? Brauche ich Ichimoku? Achte ich auf Candlesticks? Wenn ja, welche? Nehme ich ein Bollinger-Band dazu, arbeite ich mehr mit Unterstützung und Widerständen. All diese ganzen Dinge muss ich für mich beantworten. Habe ich das nicht beantwortet? Tja, dann wird es natürlich auch schwer. Denn wenn ich es nicht beantwortet habe, habe ich nichts, was wiederholbar ist. Habe ich nichts, was ich immer und immer und immer wieder machen kann. Habe ich aber nichts, was ich immer und immer wieder machen kann, habe ich nichts, was ich messen kann. Und wenn ich nichts messen kann, habe ich auch keine Erfolgskontrolle. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich in 10 Jahren das Haus abbezahlt habe oder ob ich auf dem guten Weg bin, um mit 60 in den Ruhestand zu gehen. Ich bin im Blindflug unterwegs. Und genau das wollen wir vermeiden. Ja, also nicht Blindflug, sondern konkrete Strategie und dann dementsprechend auch wirklich wissen, was ich tue. Also die Frage, welche Strategie und welcher Stil in der Kombination bringen mich wirklich zu meinem Ziel. So. Und wenn ich darauf als Trader eine Antwort finde, wow, damit habe ich viel, viel, viel erreicht. Denn dann kann ich ja wirklich beantworten, wenn mal einer fragt, was handelst du denn eigentlich, was machst du denn da? So, stell dir vor, du bist Daytrader und du sitzt den ganzen Tag vor deinem Bildschirm und machst keinen einzigen Trade. So, dann gehen sie raus aus dem Trading-Raum. Ja, es kann ja auch nur für dich ein gefühlter Raum sein, muss ja kein physischer Raum sein. So, dann gehen sie raus, beenden den Tag so, und sie treffen auf ihre Partnerin, Partner, so, und er sagt, ja gut, wie war es denn heute? Ja, ich habe keinen Trade gemacht. Du bist doch Trader, musst auch einen Trade machen. Tja, passt nicht zu meiner Strategie, Markt und Strategie passt nicht zusammen. Das ist eine klare Aussage. Ja, weiß nicht,
gab irgendwie nichts, ist eben keine Aussage. So, und da fängt eben viel mit zusammen. Und da entscheidet sich eben auch wieder, und das ist die Überleitung zum dritten Punkt, wenn ich keine Strategie verfolge, wie soll ich dann wirklich sagen, welche Strategie erfolgversprechend ist und welche nicht erfolgversprechend ist im Sinne von Risikomanagement? Ja, also wie viel setze ich ein, nicht nur pro Trade, sondern insgesamt? Ja, das ist klar. Aber auch, welche Strategie bringt mich überhaupt weiter im Sinne von, hat ein höheres Erfolgs, eine höhere Erfolgschance oder bringt mir, wenn sie trifft, mehr Gewinn als die Verluste, die ich vorher hatte. Ja, das heißt, es geht ja nicht nur um die Frage, wie viel Risiko will ich wirklich eingehen? Ja, absolut. Und damit eben auch prozentual vom Handelskonto. Sondern es geht eben auch darum, welche Strategie ist denn tatsächlich überhaupt gewinnbringend im Gesamtkontext, nicht einmal. Ja, das sieht jetzt toll aus, ich mache das jetzt immer, sondern nee, es muss ja auch irgendwo bewährt sein. Ja, also wir brauchen schon einen Erwartungswert, einen positiven Erwartungswert, im Übrigen größer 1 bitte, einer Strategie, damit wir im Endeffekt das immer wieder machen können. Nur dann können wir mit den Verlusten umgehen. Nur dann können wir auch Verluste verkraften von der Strategie. Und vom Risikomanagement her können wir Verluste natürlich nur verkraften, wenn wir sie in einem moderaten Rahmen halten. Und das ist typischerweise dieses klassische 1% vom Handelskonto. Wobei ich offen gesagt kein großer Freund von dem 1% bin. Denn, naja, wie formuliere ich es? Ja, wenn Sie ein großes Handelskonto haben, sagen wir mal sechsstellig, nehmen wir mal 100.000, das 1% sind 1.000 Euro. Bleiben wir beim Euro. Ist für den einen oder anderen schon kräftiger Schluck aus der Pulle. Ja, stell dir vor, ihr seid da im Daytrading, im Scalping unterwegs, ja, 1.000 Euro Risiko pro Trade. Wow, ja, da kommt schon ein bisschen Herzklopfen auf. Vielleicht aber auch nicht. Muss also bitte jeder für sich selber beantworten. Deshalb ist die Frage nach dem, wie viel Risiko will ich eingehen, natürlich auch hochgradig individuell. Die 1%-Regel kann an der Stelle nur eine Faustformel sein, um sich zu orientieren. Ja, damit man sagt, okay, rein mathematisch ist es vernünftig und rein mathematisch muss ich mir echt Mühe geben, um mit 1% pleite zu gehen. Klappt auch im Übrigen. Ja, aber viel wichtiger ist das, was dahinter steckt. Wie viel Risiko kann ich überhaupt vertragen? So, habt ihr ein kleines Handelskonto, 10.000, dann sind es 100 Euro. 100 Euro, give or take, wird auf den Rest eures Lebens nicht den großen Einfluss haben. Hoffe ich jedenfalls. Summiert sich aber auch. Ja? Deshalb auch hier, wie viel Risiko will ich eingehen, wie viel Risiko kann ich verkraften? Und das ist nichts, was ich euch sagen kann. Das ist etwas, was nur ihr euch selber sagen könnt, indem ihr euch das beantwortet und auch überlegt. Ja, wie viel bin ich eigentlich bereit? Wie viel tut mir weh? Ab wann merke ich das denn wirklich? Im Vortrag, so live mit Leuten, Menschen, also, wie das mal so war, da habe ich immer gefragt, ja, wer kann 100 Euro, wer kann darauf verzichten, so grundsätzlich? Da gehen aber die Hände hoch. Und dann frage ich, okay, wer will sie mir schenken, jetzt hier sofort? Da ist nichts mehr. Da sehe ich nur entsetzte Gesichter. Das kann er nicht ernst meinen. Aber genau das ist es. Denn diese Frage stellt der Markt auch. Wir kommen immer großspurig an, machen einen Trade auf, sagen, hey, 100 Euro, kein Thema, passt schon. Wenn der Markt dir aber einfordert, ist das Gesicht lang. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Also wie viel Risiko will ich eingehen, wie viel Risiko will ich verkraften? So, Risikomanagement. Bin ein bisschen eher fertig, stelle ich übrigens gerade fest, aber denke, es passt auch. Am Ende, das sind ja nur drei Faktoren, es gibt ja noch viel mehr. Psychologische Faktoren, mental, ja, all diese ganzen Dinge. Je länger ich mich mit Trading beschäftige, umso mehr komme ich einfach auf den Punkt, dass es fast schon, böse gesagt, egal ist, was und wie wir handeln, solange das Mindset stimmt. So extrem kann man es natürlich nicht sagen, aber das Mindset, die mentale Einstellung, die mentale Herangehensweise, gerade auch im Umgang mit Emotionen, wird im Endeffekt über den Börsenerfolg entscheiden. Aber das, was wir hier angeschaut haben, unsere drei Punkte, die sind tatsächlich das A und O, das sind die Basics, das sind die Hausaufgaben, die wir machen müssen,
und über die wir uns natürlich auch mal dann Gedanken machen müssen. So, und wer die Hausaufgaben nicht gemacht hat, der braucht beim Mindset überhaupt nicht anzufangen, weil er vorher schon in die Knie gehen wird. Mindset ist aber auch, und das soll die Abschlussfolie sein, das Mindset ist aber auch, dass wir uns halt auch wieder eins klar machen müssen, wir können bei all den Rückschlägen, die es im Trading gibt, nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn wir auch weitermachen. Es geht nur dann wirklich in den Erfolg, wenn wir Durststrecken überstehen. Es geht nur dann wirklich in den Erfolg, wenn wir immer wieder aufstehen und zwar einmal mehr, als wir hinfallen. Wer aufgibt, hat wirklich verloren. Und zwar für immer. In dem Falle. Als Trader zumindest. So, und das wusste nicht nur Winston Churchill. Ich glaube, am Endeffekt wissen wir das alle. Und genau damit will ich es auch beenden. Bin ein bisschen eher fertig, aber es soll uns ja nicht hindern, dann auch eher in den Feierabend zu gehen. Mir hat es auf jeden Fall viel Vergnügen bereitet mit euch. Und bin natürlich gerne auch für Fragen erreichbar oder auch Ergänzungen oder ne, wenn da irgendwie Anmerkungen sind über meine beliebten Webadressen, Atoria Trader School oder get-ready@atoriatraderschool.com, darüber bin ich zu erreichen oder natürlich über CapTrader oder Google, ne, alle kennen mich. Also, es macht war eine gut. Freude, dir zuzuhören, Wieland. Da hast du ja geballte Punkte rausgehauen. Das war sehr schön. Vielen Dank dafür. Eine aufbauende Frage, wenn du noch erlaubst. Ja, gerne. Wenn du so in deiner Ausbildung hast ja viele Schüler unter dir und du hast die Frage der Strategie so in den Vordergrund gebracht, die ja natürlich wichtig ist, dass die Strategie zu der Persönlichkeit passt. Was hast du denn also für Tricks auf Lager, dass du dann die richtige Strategie für den Schüler findest? Ich meine, da gibt's so viele. Gehst du da die Persönlichkeit durch? Was machst du da? Hast du da irgendwas in der Trickkiste? Ja, letzten Endes finde nicht ich die Strategie für den Schüler, sondern im Endeffekt findet der Schüler die Strategie für sich. Oder um es mal ganz oberweise zu sagen, findet die Strategie den Schüler. Also ist es oftmals eben nicht. Aber man muss es ja ausprobieren. Muss sich ausprobieren, dafür gibt es Demokonten. Man muss eben einfach sehen, womit fühle ich mich auch wohl. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig, muss ich auch sagen. Also für mich, ja. Deshalb meine Strategie ist ja eine sehr kurzfristige rein, raus der Bewegung, die Bewegung mitzunehmen, Bewegungshandel ist es im Endeffekt, ja, ich nenne das so Swing Scalping, ja, so könnte man es vielleicht bezeichnen, so eine Mischung da draus, aber ich bin ganz, ganz kurz im Markt, aus genau den Gründen, weil ich auch nicht gerne zusehe, wie ich Gewinne mache, die dann wieder wegschmilzen, nur um darauf zu warten, dass ich den gleichen Gewinn und ein bisschen mehr mache, ja, da bin ich noch lieber raus. Und so muss es jeder für sich selber auch finden und rausfinden und rausarbeiten, indem er verschiedene Sachen ausprobiert. Deine Podcast kann ich dir auch noch einmal sehr ans Herz legen, den ganzen Zuschauern. Sehr, sehr toll, was du da immer machst mit den Interviews. Hast du da eigentlich, du sprichst ja bestimmt noch mit das eine oder andere Bier wird da bestimmt getrunken, wenn du die vor Ort siehst. Hast du dann irgendwie Übereinstimmung gesehen, was so die Fehlschläge angeht von den ganzen Tradern, die du so interviewt hast? Ja, alle. Wir alle. Und damit jetzt wirst du wahrscheinlich auch bei dir bestätigen, wir alle sind durch das tiefe Tal der Tränen gegangen. Alle. Ich habe nicht einen einzigen kennengelernt unter den Kollegen und das hat mich selber erstaunt, auf der anderen Seite aber auch getröstet, weil ich habe auch über Mann gefangen und ich habe auch auf die großen Namen geguckt und ich habe auch auf die, ich dachte auch, die fallen vom Himmel. Sind sie aber nicht. Keiner von uns ist vom Himmel gefallen. Wir haben uns das erarbeitet. Es ist, hat auch nichts damit zu tun, dass wir eben besonders cool oder sonst irgendwas wären. Jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Aber wir erleben alle das Gleiche. Alle. Der Punkt ist, wir haben irgendwann mal gelernt, damit umzugehen und Lösungen gefunden dafür. Und über die Lösung spreche ich ja eben so gerne. Es mag den einen oder anderen so ein bisschen langweilen, weil er dann irgendwie nicht den heißen Tipp bekommt. Aber das ist tatsächlich der heiße Tipp. Vielen Dank, Wieland. Das nehmen wir dann als Schlusswort. Nicht aufgeben, dranbleiben. Ja, ja. Und ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Reisen, die du jetzt unternimmst. Und dass es dann hoffentlich mit der Superreise klappt, die du vorhast. Ansonsten Südamerika ist bestimmt auch nicht schlecht. Vielen Dank, Wieland. Ja, danke. Danke dir, Dominik. Danke, CapTrader. Danke euch allen, dass ihr da wart und dass ihr auch wenig Folien und viel Gespräch mitgehört habt. Das ist mal was anderes, aber ich fand es heute für mich was einfach. Auf jeden Fall, ich habe dir gebannt zugehört. War sehr toll. Sehr gut. Danke. Sehr gut. Alles klar. Also euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.